Hey, Marco hier, dein Finanzchemiker und heute geht es darum, wie ich 40 Bitcoin verloren habe. Du hast richtig gehört. Das sind umgerechnet über 2 Millionen Euro gewesen. Wie geht es einem mit so etwas? Wie kommt man damit klar? Aber viel wichtiger, was habe ich daraus gelernt? Was kann man daraus machen? Wir werden in diesem Video Bitcoin ein wenig anders beleuchten, als es sonst getan wird und werden dabei einen inneren Wert des Bitcoins ermitteln, der uns dazu befähigt, zur richtigen Zeit vor allem auch die richtige Menge des Kapitals in Bitcoin zu investieren. Also viel Spaß bei dem Video und viel Erfolg vor allem. Heute ist das alles ganz einfach. Wer heute in Bitcoin investieren will, der schnappt sich sein Handy, öffnet seine Bison-App. Die habe ich selber auch. Die ist von der Stuttgarter Börse. Unten ist auch ein Link dazu und kann dort super sicher heutzutage und super einfach mit nur ein paar Klicks Bitcoin, Ethereum und so weiter handeln. Als Bitcoin gegründet wurde, vor über 10 Jahren, da war das alles ein bisschen komplizierter mit dem Wallet und man musste erstmal so ein bisschen wissen, was Bitcoin ist etc. Und ja, was für Leute haben denn damals Bitcoin gekauft? Menschen wie ich auf jeden Fall, die Bitcoin noch für unter einen US-Dollar erworben haben. Du hast richtig gehört. Und zwar viele und einige. Und das ist eine ganz schön spannende Geschichte. Wer wissen möchte, wer in Bitcoin investiert oder gekauft hat damals, der muss sich nur fragen, was ist der große Vorteil von Bitcoin? Und das ist eben die Anonymität. Bitcoin ist das erste Mal eine dezentralisierte Währung. Das bedeutet, die Gemeinschaft, die jeder, der Teil ist dieser Bitcoin-Community, legitimiert eigentlich die Währung. Er hilft dazu bei, zu sagen, diese Transaktion, die ist in Ordnung, das geht klar, dieser Bitcoin existiert wirklich etc. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und das schließt plötzlich Staaten und Regierungen von diesem Handel komplett aus. Trotzdem sieht man ja eben an dieser Bison-App, dass den Menschen doch irgendwie ja eine Bank irgendwie wichtig ist im Hintergrund, eine gewisse Seriosität heutzutage, zumindest für die breite Masse. Damals war das eben keine Währung für die breite Masse, sondern eine komplette Underground-Währung. Bitcoin ist also ideal für Menschen in diktatorischen Staaten, die eben anonym, also wirklich, wirklich möglichst anonym mit Geld arbeiten müssen, aber auch in illegalen Bereichen, sprich quasi für die Mafia, für den Drogenhandel, für Waffenhandel etc., ist Bitcoin eine ideale Währung für diese Leute von Wert. Oder eben damals vor 10 Jahren für komische Nerds, die im Internet rumgeguckt haben, was gerade so Neues abgeht und sich mal dachten, Bitcoin ist ja eigentlich ganz lustig, dass man das als Währung verwenden kann. Da setze ich einfach mal ein paar Euros rein, mal gucken, was passiert. Heute wird viel diskutiert, ist Bitcoin denn überhaupt noch eine Währung oder war sie es überhaupt jemals? Diese Frage müssen wir uns auch tatsächlich stellen. Zumindest damals am Anfang haben wir Bitcoin wirklich als Währung zum Tauschen benutzt. Heutzutage scheint sich das Ganze alles so ein bisschen anders zu entwickeln und da kommen wir gleich zu. Wir müssen das alles so ein bisschen verstehen. Schauen wir uns zum Beispiel mal Experten an, wie zum Beispiel den Präsident der Deutschen Bank, Axel Weber, der dann nämlich gesagt hat, dass Bitcoin eben keine Währung ist. Denn für ihn müsste eine Währung wirklich zum Tauschen nutzbar sein. Das ist beim Bitcoin nicht unbedingt gegeben, dadurch, dass es wirklich sehr langsam ist und insgesamt tatsächlich nicht unendlich Transaktionen gleichzeitig ermöglicht. Da ist Visa, Mastercard, whatever, 1000-mal advanced als Bitcoin. Es muss den Wert aufbewahren, das werden wir auch noch gleich diskutieren, ob Bitcoin das tatsächlich tut. Und überall eben akzeptiert werden, also wirklich von den Regierungen und so weiter akzeptiert werden als anerkannte Währung. Und das sieht Axel Weber zumindest nicht gegeben. Schauen wir aber mal so ein bisschen in die wissenschaftliche Literatur rein. Zum Beispiel 2012 wurde Bitcoin in der Arbeit von Greenberg als neue digitale Währung wahrgenommen. Aber bereits die Arbeit von Bauer, Hong und Lee hat 2014 gezeigt, dass Bitcoin keine Währung sei und von der Mehrheit eher als Investment wahrgenommen wird. Trotzdem sieht man immer noch im Diskurs, dass Bitcoin eine virtuelle Währung ist, sagen zum Beispiel Ram, Murren und Gannett 2016. Oder eine digitale oder private Währung, bezeichnet sie Plassas 2013. Online-Währung hat Lambert 2015 sie genannt. Oder eine elektronische Währung, wie sie Park und Park interpretieren würde, 2017. Wir sehen also, die Diskussion ist immer noch im Gange, ist Bitcoin eine Währung oder nicht. Auch Elon Musk treibt die natürlich voran, wenn er sagt, dass plötzlich Tesla, ein Riesenunternehmen, Bitcoin akzeptieren wird. So etwas gab es auch noch nicht in dieser einzigen Form. Aber wenn Bitcoin keine Währung ist, gehen wir mal das nächste Argument des Wertspeichers an. Dann kommen wir ganz schnell zu dem Statement, Bitcoin sei wie Gold, digitales Gold. Können wir denn dieser Argumentation folgen?
Dafür schauen wir uns mal die Arbeit von Urquhart von 2016 an, The Inefficiency of Bitcoin, in der er eben rausfinden konnte, dass der allgemeine Bitcoin-Markt ineffizient ist, immer noch. Oder zum Glück, wie man vielleicht sehen mag. Wobei er sich aber langsam zu einem effizienten Markt weiterentwickelt. Dies liegt eben daran, dass immer mehr Marktteilnehmer daran beteiligt sind, den Bitcoin-Kurs im Grunde zu stabilisieren und zu bewerten. Je mehr Menschen an diesem Markt teilnehmen, desto effizienter wird er letztlich auch, da mehr Informationen zur Verfügung stehen von jedem Einzelnen. Heutzutage, würde zumindest er sagen, kann man Bitcoin so ein bisschen wie ein Entwicklungsland sehen und so auch interpretieren den Markt, den wir dort vorherrschen haben, wenn wir zumindest eine Analogie zum Aktienmarkt schließen möchten. Bauer, Dimphal und Cook finden in ihrer Arbeit Bitcoin, Gold and the US Dollar, Replication and Extension von 2017, finden eben, dass die Dezentralisierung, das Mining und die Abwesenheit einer Regierung Bitcoin eher wie Gold wirken lassen zumindest. Gleichzeitig wird Bitcoin aber tatsächlich auch immer noch zum Tausch verwendet und hat dadurch auch einen Währungscharakter. Weiterhin finden sie heraus, dass Bitcoin eine einzigartige Risk-Return-Charakteristik hat, aber auch eine immens hohe Volatilität. Gleichzeitig korreliert Bitcoin mit keiner anderen Anlageklasse, was letztlich dem Bitcoin oder allgemein die Coins zu einer eigenen Anlageklasse werden lässt. So zumindest die Interpretation von ihnen. Trotzdem ist Bitcoin viel, viel, viel risikoreicher als der US-Dollar oder Gold, was man definitiv im Hinterkopf behalten sollte. Dies steht aber in Kontrast zur Arbeit von Dierberg 2015 mit dem Titel Bitcoin, Gold and the Dollar, A Gauge Volatility Analysis, der Bitcoin für risikoadverse Investoren tatsächlich empfiehlt, damals zumindest noch, und Bitcoin ja als so eine Mischung zwischen Gold und den US-Dollar sieht. Trotzdem würde ich eher den ersten zustimmen, dass es doch vielleicht eher etwas Eigenes ist, aber tatsächlich mit einer gewissen Mischung, mit sehr viel Risiko dazu, einer sehr hohen Volatilität, da wir eben uns noch auf einem ineffizienten Markt bewegen. Ihr seht, langsam wird ein Schuh draus. Ich verstehe, dass viele Bitcoin wie Gold sehen. Das sehe ich zumindest sehr oft in der Diskussion der Community über Bitcoin, dass sie eben Bitcoin auch für so einen sicheren Hafen wie Gold sehen. Dabei möchte ich aber nochmal auf mein Video zu Gold verweisen, in dem ich analysiere, warum Gold nicht das ist, wofür es alle halten. Und eben ein immenser Fehler vieler Investoren ist, wenn sie an Gold denken oder mit Gold handeln. Und Gleiches zeigt sich eben in der Arbeit von Chazard, Bourri, Rubon, Christofek und Lucet mit dem Titel Is Bitcoin a better safe haven investment than gold and commodities? Wo als Resultat erkannt wird, dass weder Bitcoin noch Gold ein sicherer Hafen sind für Investoren wie uns. Aber ich will ja jetzt gar nicht zu schnell sein. Denken wir es einfach mal durch. Bitcoin und Gold sind das gleiche. Das eine analog, das andere digital. Wir gehen jetzt einfach mal diesen Weg und machen uns ein paar Überlegungen. Alles Gold der Welt ist 11 Billionen US-Dollar wert. Wir nehmen jetzt also Bitcoin, von dem maximal 21 Millionen Stück existieren können. Teilen also diese 11 Billionen durch 21 Millionen und erhalten plötzlich einen Wert für Bitcoin. Äquivalent zum Gold. Wenn sie nämlich ungefähr das gleiche sind, sollten sie am Ende auch ähnlich gleich viel wert sein. Richtig? Richtig. Wir wären dann nämlich plötzlich bei einem Wert pro Bitcoin von 523.000 US-Dollar. Das bedeutet, wir haben immer noch ein Potenzial für die Verzehnfachung unseres Investments, wenn wir jetzt in Bitcoin investieren, nur wenn es aufschließen sollte zum Wert von Gold als sicherer Hafen in der digitalen Welt. Wir nehmen das mal als ersten Indiz für einen wahren inneren Wert des Bitcoins. Aber bleiben wir jetzt nochmal weiter bei dieser Analogie, Gold und Bitcoin. In meinem Gold-Video erkläre ich auch, dass Gold eigentlich keinerlei inneren Wert wirklich besitzt, wenn wir darüber nachdenken. Gold ist ein wertloses Stück Metall und das Einzige, was ihm Wert verleiht, ist unser Glaube, dass Gold wertvoll sei. Gold kann man relativ wenig anfangen, ein bisschen was in der Industrie immerhin, das ist es ja schon dem Bitcoin voraus, aber ansonsten ist der Glaube dahinter. Gleich ist es bei Bitcoin. Solange die Leute an Bitcoin glauben, wird es auch den entsprechenden Wert behalten. Wenn aber von heute auf morgen alle Staaten zum Beispiel Bitcoin verbieten würden, dann wird der Preis massiv fallen. Denn Staaten fühlen sich bedroht durch Bitcoin. Währungsbanken fühlen sich bedroht durch Bitcoin. Das ist ein reales Risiko, dem wir uns entgegenstellen müssen. Das führt zum Fall. Der Glaube, der wegfällt.
die Zuversicht in Bitcoin, das führt zum Verfall. Aber es geht noch weiter. Die Leute stecken ja Geld in Bitcoin rein. Im Moment haben wir ein Spiel bei Bitcoin, bei dem es darum geht, ich glaube an Bitcoin, dass es den und den Wert hat. Deswegen kaufe ich es jetzt erstmal und denke, es steigt. Und ich kaufe es ja irgendjemandem in dem Fall ab, der dann wieder Geld rausnimmt. Aber gleichzeitig, damit ich irgendwann wieder Geld bekomme, muss ich es jemandem verkaufen, der glaubt, dass es noch mehr wert ist. An den Punkt muss ich also gelangen. Ich muss also frühzeitig einsteigen in diesen Markt und später verkaufen, und zwar an jemanden, der noch mehr Glauben an diese Währung hat. Nur dann könnte ich überhaupt einen Gewinn machen. Wenn wir alle irgendwie den gleichen Glauben haben oder der Glaube verliert, werden wir alle Verluste machen. Das ist einfach so. Was stecken die Leute aber noch hinein in Bitcoin? Das Mining führt dazu, dass immens viel Strom in den Bitcoin reinfließt. Mit Strom fließt Energie in den Bitcoin rein. Und plötzlich wird Bitcoin ziemlich real, denn auch mit Energie ist eben Geld verbunden. Und jetzt kommen wir zu einer sehr spannenden Sache des Warenwertes. Die Energie, die im Bitcoin eben drinsteckt, sehen wir im Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, der den jährlichen Energieverbrauch des Bitcoins wiedergibt, also des Bitcoin-Netzwerkes, und versucht daran eben den Wert des Bitcoins zu bemessen. Zum Mining sind die Top-Standorte bisher USA, Russland, Kasachstan, China, wobei China jetzt natürlich eine Abwanderung zur Folge hat, denn China verbietet als erstes Land quasi Bitcoin mehr und mehr. China ist aber auch sehr totalitär. Sobald USA sagen würde, Bitcoin ist verboten, wird Bitcoin tot sein zum Beispiel. Das ist weiterhin das Regierungsrisiko, dass die sich zu sehr bedroht fühlen vom Bitcoin. Wenn wir uns aber jetzt die ganzen Zahlen da mal ansehen, dann sind wir nämlich plötzlich, dass das Mining von Gold momentan zum Beispiel 131 Terawattstunden pro Jahr bedarf, wohingegen Bitcoin 94 Terawattstunden pro Jahr braucht. Und damit verbraucht Bitcoin mehr als die Philippinen mit 93 Terawattstunden und knapp weniger als die Niederlande mit 110 Terawattstunden. Rein ökologisch gesehen ist das schon mal kein Investment für die Grünen. Außer du betreibst das Ganze mit Solar etc., was auch durchaus diskutiert und gemacht wird in einigen Punkten. Aber es steckt sehr viel andere Energie eben im Bitcoin drin und macht es dadurch schon ein bisschen schmutzig, vor allem in Kasachstan und China. Schauen wir uns nun den Graphen von Charles Edwards an. Sehen wir, wie Bitcoin mit dem Energiepreis korreliert. Und wir sehen plötzlich, dass Bitcoin sehr schön mit dem Energiepreis mitgeht und wir manchmal den Bitcoin unterbewertet kaufen können oder überbewertet verkaufen können zum Energiepreis. Und ich sehe das als unglaublich starkes Vehikel, dass wir hier wirklich von einem inneren Wert, von einem Value vom Bitcoin reden, gleichzeitig plötzlich eine Prognostizion für den Bitcoin haben und auch sehen können, wo es hingeht durch die Berechnung, wie viel Energie noch benötigt wird, um alle Bitcoins ermined zu haben und das Netzwerk am Laufen zu halten. Denn dafür ist wieder jeder einzelne Teilnehmer wichtig, um die Dezentralisierung aufrechtzuerhalten. Wir bewegen uns also am Ende tatsächlich bei einem inneren Wert des Bitcoins, der sich irgendwo bei 500.000 US-Dollar bewegen wird, mit mehr Goodwill und mehr Glauben sogar deutlich darüber. Und jetzt kann da jeder natürlich seine eigene Investmententscheidung machen, solange aber eben der Glauben vorhanden ist und die Sicherheit der Staaten entsprechen. Ansonsten ist der Wert eigentlich bei Null. Wie viel sollen wir denn jetzt investieren? Eine ganz wichtige Frage, die du dir unbedingt stellen solltest. Wie viel solltest du in der Bison-App eben investieren, um Bitcoin zu kaufen? Und wir schauen uns jetzt mal den weltweiten Aktienbestand an, der eben 95 Billionen US-Dollar an Wert hat, und stellen den in Relation den momentanen Kryptobestand von 1,848 Billionen entgegen. Das bedeutet, 1,894% des Wertes des Aktienmarktes ist in Kryptos vorhanden. Und ganz genau so würdest du jetzt investieren. Wenn du nur quasi wie alle investieren möchtest, sprich den Markt replizieren möchtest, dann würdest du ungefähr 1,8% in Kryptowährungen investieren in Relation zu deinem Aktienbestand. Sobald du aber glaubst, dass Kryptos outperformen müssten, würdest du es natürlich übergewichten. Sprich, du würdest mehr als 1,8% deines Aktienbestandes an Wert in Kryptos investieren. Nochmal ganz einfach gesagt, 1.000 Euro hast du jetzt in Aktien, dafür würdest du 18 Euro in Kryptos investieren, nur um wie der Markt zu sein. Sobald du aber glaubst, ich glaube, Kryptos werden outperformen, kannst du es entsprechend hochstacken. Wenn du schon doppelt so sehr Vertrauen darin hast, würdest du ungefähr bei 36 Euro pro 1.000 sein und so weiter und so fort. Wir verstehen uns. Das muss aber jeder für sich selbst eben klar machen, wie viel er meint, da reinzustecken. Es ist
aber ein sehr guter Anhaltspunkt, wie sehr der Markt auch glaubt, dass das Ganze einen Wert hat. Es sind eben nur unter 2% eigentlich des Geldes entsprechend drin in Relation zum Aktienbestand. Wir haben eigentlich ein wertloses Asset, wir haben nur diesen Glauben da drin. Das Ganze ist Glücksspiel. Es ist Glücksspiel, wir müssen uns nichts vormachen. Es ist Quatsch, es ist Glücksspiel, aber das heißt noch lange nicht, dass man nicht ziemlich viel Geld damit verdienen kann und damit rausziehen kann. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wie ich meine 40 Bitcoins verloren habe. Ich habe damals Bitcoins für ungefähr $1, $1.50 irgendwie so gekauft und ich habe sie irgendwann wieder verkauft. Nämlich 2014, bei einem der ersten krassen Hochs von Bitcoins, wo einfach noch niemand damit gerechnet hat, was daraus mal wird. Es war damals schon Irrsinn, als man darüber nachgedacht hat, dass so ein Internetquatsch, ganz im Ernst, so viel wert war. Und ich habe das Geld aber sinnvoll genutzt. Ich habe es für meinen Auslandsaufenthalt genutzt und ich bereue es am Ende überhaupt nicht, 2 Millionen Euro eigentlich versetzt zu haben. Ansonsten müsste man ungefähr alles im Leben bereuen, dass man nicht lang genug durchgehalten hat. Aber was lerne ich daraus? Ich lerne daraus, und das habe ich eigentlich schon immer so gemacht, dass ich niemals alles verkaufe von dem, was ich besitze. Ich habe noch nie eine Aktie restlos verkauft und ich habe auch sonst noch nichts restlos in meinem Leben verkauft und behalte gewisse Dinge für quasi die Unendlichkeit. Und deswegen werden wir mal sehen, wie diese Wette am Ende ausgeht. Nämlich entweder, indem man sehr, sehr viel Geld hat, weil einiges richtig, richtig gut performt, aber man muss auch richtig eisern sein, nicht schon bei den nächsten Höchstständen des Marktes zu verkaufen. Oder man wird halt doch noch alles verlieren, weil das Ganze auf Null sagt und man sich denkt, hätte ich es mal früher verkauft. So oder so, es wird entweder win or lose, ein Fehler sein oder nicht. Aber man sollte glücklich mit seiner Entscheidung sein und das solltest du auch sein. Mach dir deine Gedanken, schau dir den inneren Wert hier an, denk darüber nach, dass es eigentlich wertlos ist, trotzdem ein Potenzial da besteht und überlege, wie risikoaffin du bist in Relation zu deinem eigenen Portfolio und wie viel du da reinsetzen möchtest. Und wenn du möglichst sicher investieren möchtest, empfehle ich dir eben die App da unten. Börse Stuttgart ist auf jeden Fall mein seriöses Unternehmen dahinter, von diesen ganzen anderen Coinbörsen und so weiter halte ich noch nicht so viel. Man weiß ja nie, manche gehen pleite, werden ausgeraubt etc. pp. Staaten können das Ganze blockieren. Diese ganzen Risiken sind einfach da und die sind immens hoch. Da müssen wir uns nichts vormachen. Deswegen sage ich dir, es ist Glücksspiel. Ende im Gelände. Schau dir meine anderen Videos vor allem zu Gold an, um das besser zu verstehen. Innerer Wert ist auch noch wichtig. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Dein Finanzchemiker Marco. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci.